Ja, das ist ein sehr, sehr aufregender Moment. Ja. VoiceAid ist eine Organisation, die sich, ja, es ist eine Charity-Organisation einer völlig neuen Generation. Wir beschäftigen uns bei VoiceAid mit mehr Menschlichkeit und mit mehr Schutz für den Planeten. Und das führt uns hier zusammen, hier in diese Manege. Wir bei VoiceAid, für uns ist es wichtig, dass wir eine starke Stimme nach außen bilden. Eine Stimme, die gehört wird. Genauso wie die von Melanie. Eine Stimme, die für Gleichheit steht, für Diversity im gelebten Sinne. Die Vielfalt dieser Menschen, die hier in dieser Manege sind, sind das beste Beispiel dafür, dass so etwas funktionieren kann. Yes, just in time. Wo ist die liebe Melanie? Hier. Leute, gebt mal einen Applaus für diese wunderbare Frau. Komm mal bitte zu uns. Du bringst mein Konzept durcheinander, was möchtest du denn? Das ist egal, ob ich dein Konzept durcheinander bringe, das darf ich jetzt. Weil ich möchte jetzt den Menschen ehren, der Diversity seit vielen Jahren lebt, auch wenn er es erst seit 2 Jahren so einigermaßen weiß. Aber du lebst es schon seit vielen, vielen Jahren. Gelebte Diversity, Vielfalt, völlig unabhängig davon, ob schwarz, ob weiß, ob groß, ob klein, ob charmant, kurvisch oder super, super schlank, ob, ja. Leute, egal welches Leben ihr lebt, welche Lebewesen ihr lebt, welche Menschen um euch herum sind, ihr seid alle gut so, wie ihr seid. Und deswegen möchten wir dir, liebe Melanie, wir möchten der lieben Melanie heute den allerersten Award von VoiceAid überreichen. Und zwar den Social Award für die Vielfalt der Menschen, für Gleichheit der Menschen. We are one. Dankeschön. Wisst ihr, Leute, diese Frau, die hat so viel für uns bewegt. Auch ich, charmant kurvisch. Sie, charmant kurvisch. Und wir könnten durch die Welt gehen. Die Frau hat etwas geschafft. Sie hat es völlig normal gemacht. Ob im Fernsehen, ob in der Presse. Für sie ist das normal. Sie hat es geschafft, dass wir normal sind. Stellt euch das mal vor, wir sind alle normal. Ja, immer schon normal, das war nicht genau die Frage. Jetzt ist mein Konzept durcheinander. Ich bin ja sehr gut durchgeplant, ne? Und ich weiß ja jede Sekunde, was ich ungefähr tue. Ist eigentlich verpasst gerade das Trapez. Aber ansonsten weiß ich das sehr genau. In dem Fall weiß ich jetzt nicht, was ich sagen soll, außer ich weiß seit vielen, vielen Jahren, glauben ganz viele Menschen, dass ich das alles hier alleine mache, weil ich einfach die Frontfrau bin. Und ja klar, zeigen wir das Team ab und an. Aber die meisten von denen, die hier so viel beitragen, die stehen nie im Rampenlicht. Und das ist nicht mein Award. Also das ist, ich behalte ihn natürlich jetzt nicht ab, ne? Aber er gehört nicht mir alleine. Da steht ein wirklich großes Team dahinter. Und ja, wenn wir jetzt alle hier schon mal stehen, dann möchte ich dieses Team ehren. Das war nämlich tatsächlich mein nächster Programmpunkt. Deswegen machen wir dieser Preis. Ich danke ganz, ganz herzlich. Gehört allen. Und zwar dem kompletten Team. Best part. I want. We got to love one another. Sing, brothers and sisters.